Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hellblade: Senua's Sacrifice für den PC. Im letzten Part haben wir Gram, das Monster, das in den Schatten lauert und Helheim bewacht, besiegt. Ich durfte den Kampf gerade eben nochmal machen, da natürlich nach dem Kampf und der Cutscene kein Speicherpunkt gesetzt wurde. Hier wäre er jetzt gewesen. Super. Okay, ja, dann ist es so, ne? Kann man jetzt nichts mehr dran ändern? Ich bin mal gerade hier hoch. Das sieht sehr optional aus gerade. I won't let the darkness trick me again. I know you're safe with the gods. Oder ist das der richtige Weg? Searching for secrets inside of me. Secrets that even I can't see. I'm not here to fight my past. I'm here for Dillion. Das sieht sogar ziemlich richtig aus hier. I will fulfill my vow. Mensch. Whatever the cost. Okay. Dann wollen wir doch mal hier rüber. Ah, wir müssen aber noch einen Winkel finden, um hier wahrscheinlich die Brücke zu reparieren. Okay. This isn't just a broken bridge, is it? Letzte Aufgabe. Würde mich auf jeden Fall freuen, so. To lead so that others may follow, or to warn so that they may that okay. Is a gift. Von hier aus zumindest nichts. I'm not going to look Von hier aus away passiert from nichts. Ah, ich kann auch weiter hoch. Okay. Ah, das sieht richtig aus. Das sieht doch gut aus hier. Okay, das ist der Teil der Brücke. So. Sind aber noch mehrere Teile kaputt, die repariert werden müssen. Also ist hier irgendwo irgendwas? Nee. Das ist eher so, wenn ich auf der Brücke stehe und hier hinschaue, dass sich da dann noch irgendwas ändert. Vermute ich zumindest. Ja, das war hier dann noch irgendwie. Was auch immer generieren. Okay. Die Frage, wo finde ich die restlichen Punkte, von denen aus ich schauen muss? Hören wir uns doch erstmal an, was wir hier noch so erfahren. They call this Ragnarok, the destiny of the gods. First, there will be a terrible winter, 3 years long. Then, mankind will turn on itself. Brothers will fight each other to the death. And people will forget what they owe their kindred. Times will be hard. Crimes will be great. It will be an age of axes and swords. The wind will blow through abandoned halls. Wolves will walk where children played. The world will fall into ruin. Okay. Ich muss halt hier wirklich rausfinden, wo die anderen Blickpunkte sind, mit denen ich die Brücke reparieren kann. Und hier scheine ich noch irgendwie eine Treppe nach oben erzeugen zu können, in Anführungszeichen. Gehen wir mal hier lang. Hier hoch, da war ich noch nicht. Hier waren wir bislang noch nicht. The Northmen say the gods will fight their last battle at Ragnarok.
Their watchmen will blow the horn that can be heard through the whole world. And Odin will speak with the severed head of Mimir, which gives him good counsel. The land of the giants will thunder with the sound of their army on the move. The gods will assemble. The dwarves will leave their stones. The frost giants will come from the east. The Midgard serpent will turn up the waves. Eagles will scream and tear at the corpses with their yellow beaks. The ship of the dead will set sail. Okay. Ragnarök klingt echt interessant. Okay, damit haben wir schon mal hier die erste Hälfte der Brücke repariert. Das ist gut. Das ist gut. Müssen wir nur noch schauen, wie wir die anderen beiden, sind es glaube ich, kaputten Teile wieder. Ups, na. Ah, du Mistviech, ey. Na. So. Okay. Sehr schön. Focus. Yo. Ah, komm schon, ey. Komm, Spiel. So. Okay. Den haben wir, aber Mann. So, da ich dort noch einen sehe. Und ich keinen Bock habe, dass der mich erwischt. Was? Komm schon. Komm schon. Steh auf. Steh auf, Senua. Danke. Oh, sehr schön. Okay. Mann. Hier lang. Hier müssen wir lang. Einfach wieder runter. Okay. Huiuiuiui. Schauen wir doch mal, ob wir hier die Brücke jetzt noch schnell repariert bekommen. Ich hoffe doch. Ich hoffe es sehr. So, erstmal noch mal schauen, wo sich hier noch Verzerrungen. An sich ist da drüben halt noch eine Verzerrung. Wie könnte ich die noch nutzen? Wie wird mir die noch nützlich? So. Aha. Okay. Tür gefunden. Sehr schön. Dann wollen wir durch diese Tür doch mal durchgehen. So. Aha, dann geht's ein Stück nach unten. Na, meinetwegen. Mehr Mythologie. The Northmen say that at Ragnarok, the gods will face a ship full of their foes, which Loki has steered to Asgard. It carries the fire giants, the wolf that will eat the sun, and all kinds of dark creatures. Surt will join them with his sword of fire. The cliffs will crash, trolls will walk the land, men will tread the road to hell, and the heavens will split open. Er klingt sehr
sehr, sehr freudig, was das Thema Ragnarök angeht. Naja, so öffnen wir hier schon mal die Tür. Für den Fall, dass wir auf dem Rückweg von irgendwas gejagt werden. So. Und dann die Zeit dafür nicht opfern möchten. Ich meine, ich kenne das Spiel so langsam, so ein bisschen. Ne? Ich kann es mir gut vorstellen, dass sowas passiert. Naja. Dann hier nochmal hoch und schauen, wie wir den Rest der Brücke reparieren können. Ich wollte gerade sagen, hier geht doch sicherlich gleich wieder ein Kampf los. Autsch. Aua. Ja, ist ja gut. Ich werde nicht mehr einfach so versuchen, mein Schwert aufzuladen. So. Okay. Was zum? Zwei von denen auf einmal. Das ist ein bisschen unfair. Ach komm. Nein. Vergiss es. So nicht. So nicht, du Mistviech. Ach Mann. Ich drücke immer wieder die Shift-Taste statt der Steuerungstaste zum Blocken. Ups. So nicht, mein Freund hier, ja? So. Okay. So. Ja, nach einem Block brauche ich nicht fokussen, das ist das Schöne. Das passiert dann quasi automatisch, dass ich den Gegner sehe. So, sehr schön. Sehr, sehr schön. So, von da sind wir gekommen, dann wollen wir hier hin. Und hier die reparierte Brücke sehen. Reicht das schon? Jetzt auf jeden Fall. Okay, und die ist dann jetzt auch komplett repariert. Perfekt. Perfekt. Was ich mich dann aber frage, warum geht es hier nochmal höher? Warum geht es hier nochmal hoch? Das will ich jetzt wissen. Ah ja. Mehr Mythologie. Okay, machen wir. Odin will fight the monstrous wolf and be killed, but his son will avenge him and plunge his sword into the heart of the beast. Freyr will face Surt, but he had given his sword away for love, and without it, he cannot defend himself against the flames. Thor will smite the Midgard serpent to no avail. The sun will grow black, the earth will sink into the sea, the stars will disappear, fire and water will meet, steam will shoot up, flames will play against the sky. The heavens and earth and all the world will be burned. All the gods will be dead and the warriors of Valhalla and the people everywhere. Senua, prepare yourself for Ragnarok. For it is nigh. Okay. Ragnarok steht kurz bevor, ha? Huh? Na gut, na gut. Wenn das Spiel uns das sagt. So, Moment. Ups. So nicht hier, ja? So nicht.
Na, na, na. Wow. Okay, das war unfair. Das war unfair. Komm, sterbst du nur. So. Na, 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 na. So haben wir nicht gewettet hier, ja? Ey. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ich will doch nur meinen Schlag wieder kontern. Dankeschön. Autsch. Nein, 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 nein. So, und den auch nochmal hier. Sehr schön. Und dann rennen wir auf den auch nochmal zu. Okay. So, geht doch. Na, na, na. So haben wir nicht gewettet hier, ja? Wow. Von hinten, ihr Schweine. Nicht anschleichen hier. Kommen die einfach plötzlich von da, wo ich vorher schon war. Na super. Wow. Okay, okay. Das ist ein langer Kampf. Warum ist plötzlich nur noch so wenig meines Arms verflucht? Das ging schon bis zur Schulter hoch. Das Spiel schummelt. Das Spiel schummelt. Naja, egal. Ja, natürlich, ey. Ah, Mann. Wozu drücke ich denn auf Steuerung, wenn sie nicht blocken will? So, okay. So, hier ein bisschen drauf schnitzeln. Okay. So, du kannst mir nichts, wenn du einzeln bist. Ups, na, 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 hier. So haben wir nicht gewettet, ja? Mein Freund. Oh, du fällst runter. Ja, gut. Ach Mist. So. Ich habe gedacht, den Sprung würde ich schaffen. Aber anscheinend nicht. Ach, kommt schon. Ihr dummen Mistviecher hier, ne? Ah, oh, Mann. Kommt schon.
So. Und den hier noch. Okay. War's das? Hier hinten müssten noch welche kommen, ne? Nicht? Das war's? Ah, cool. Ja. Ich kann die Tür nicht öffnen. Ah, doch, jetzt. Ah, okay. Gerade eben wollte die Tür nicht. Hm. Ganz ehrlich? Ich werde die Folge hier beenden. Denn, ich habe so das Gefühl, dass hier jetzt irgendwas Großes passiert. Deswegen danke ich euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich würde mich sehr über Feedback freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ihr euch traut. Bis dahin. Ciao, ciao.